Meisel Architects. Das sind kreative und innovative Fachleute für Architektur und Bauplanungen an den Standorten Seefeld in Tirol sowie Wien. Die Herangehensweise des Architekturbüros: ganzheitlich, nachhaltig und generationenübergreifend. Frei nach dem Slogan: wir machen Architektur mit Verantwortung, die unsere Kunden verlässlich zum Ziel führt. Unsere Firma oder unser Architekturbüro gibt es seit 1958, ist seit 1990 in den Händen von meiner Schwester und mir, je zur Hälfte. Aktuell haben wir 16 Leute im Team, und zwar Büros, unseren Stammsitz in Seefeld und unsere Filiale in Wien. Und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Projekten im Bereich Gesundheit, Wohnen, exklusives Wohnen und Tourismus bzw. Hotellerie. Vor einiger Zeit wurde Meisel Architects eine große Ehre zuteil. Gesellschafter Alexander Meisel erklärt uns, was es damit auf sich hat. Es gibt ja schon seit längerem verschiedene Qualitätszertifikate. Das mächtigste ist die ISO oder das TQM aus der USA. Und das ist also für große Industriebetriebe, die sehr, sehr viele gleiche Dinge immer wieder tun. Für Architekten und Ingenieurbüros ist das ein zu mächtiges oder zu großes System. Deshalb hat der TÜV in Deutschland sich was einfallen lassen. Das nennt sich Zertifikat für Planer am Bau. Und das gibt es seit 2-3 Jahren. Und wir sind das erste Büro, das das in Österreich erworben und bekommen hat. Dem Ganzen geht eine 1,5-jährige Phase voraus an Vorbereitungen und internen Audits und Überprüfungen. Ja, und Ende Februar war es dann soweit, wir haben das Zertifikat bekommen und sind glücklich, dass wir die Ersten in Österreich sind, die das geschafft haben. Es ist so, dass wir ja immer wieder ähnliche Dinge tun und damit aber alle Mitarbeiter, wir sind ja doch ein paar Leute, die gleichen Dinge immer nach dem gleichen System und Modus machen, ist also festgeschrieben, wie schaut der Plan aus, was ist alles drinnen, welche Inhalte etc. Ein anderes Beispiel, was halt für viele Schwierigkeiten macht, ist die Ablage von Datenfiles oder auch von Papier. Es ist bei uns jetzt auch so, dass jeder Mitarbeiter in jedem Projekt jedes Datenfile oder jedes Papier finden kann und auch finden können muss. Doch das ist nicht der einzige Grund, stolz zu sein. Auf der Suche nach dem unvergesslichen Ferienhaus am Gardasee hat die von Meisel Architects entworfene und geplante Villa in Toscolano Maderno 2014 gewonnen. Der Wettbewerb wurde regional von Sky Italien durchgeführt und die eingebrachten Projekte durch Immobilienmakler und Architekten beurteilt. Also wir haben vor 4 Jahren den Auftrag bekommen, am Gardasee auf einem schwierigen Hanggrundstück was zu bauen. Architekten aus der Region haben jahrelang dort nichts zusammengebracht, was die Behörden bewilligt haben. Wir haben uns dann gegen einen rustikalen und für einen modernen Weg entschieden und haben ein Projekt eingereicht, ein Ensemble aus 3 Villen. Und eine dieser Villen, die mittlere, hat bei dem von Sky Italien veranstalteten Wettbewerb letztes Jahr gewonnen. Was natürlich für uns toll ist, das erste Neubauprojekt für uns am Gardasee. Und die Tiroler Architekten gewinnen in der Lombardei so am Preis. Das macht uns schon stolz. Vor allen Dingen sind wir schon ein bisschen stolz darauf, dass wir die lokalen Architekten alle hinter uns gelassen haben. Wird es in den Räumlichkeiten von Meisel Architects überhaupt einmal ruhiger? Nein, Gott sei Dank haben wir es nicht ruhiger. Es steht einiges an. Vielleicht, was die Zuschauer von Seefeld TV interessiert, ist das eine Projekt der neuen Heimat am ehemaligen Tibak-Areal. Dort errichten wir gemeinsam mit der neuen Heimat 14 Wohnungen. Auf das freuen wir uns schon. Mittlerweile ist ja schon der Abbruch im Gange. Und im Herbst soll es dann losgehen mit dem Neubauprojekt.